Im Laufe ihres Lebens entwickeln viele Menschen bestimmte Routinen, denen sie täglich folgen, zum Beispiel jeden Tag das gleiche Essen. Es ist eine Idee, die für manche vielleicht etwas seltsam klingen mag, für andere aber perfekt zu sein scheint. Hier stellt sich die Frage, kann es richtig sein, jeden Tag das gleiche zu essen? Dazu können sowohl positive als auch negative Punkte aufgelistet werden, die wir hiermit ein für alle zu klären versuchen. Haferflocken und Kaffee zum Frühstück, zum Mittag einen leichten Salat, abends ein wenig gedünstetes Gemüse. Schließlich spart man sich so eine Menge Zeit und Arbeit. Der Einkauf geht leichter von der Hand. Die Frage, was soll ich essen? Erübrigt sich von selbst und dann wäre da natürlich noch das Gefühl von Sicherheit und einer gewissen Struktur. Aber kann es wirklich gesund sein, jeden Tag die gleichen Lebensmittel zu sich zu nehmen? Das passiert, wenn Sie täglich das Gleiche essen. Dem Körper fehlen wichtige Nährstoffe. Kein Lebensmittel beinhaltet alle Nährstoffe, die wir brauchen, um gesund zu bleiben. Wenn Sie also täglich das Gleiche essen, werden Ihrem Organismus Vitamine, Mineralien und Co. aus anderen Lebensmitteln fehlen. Deshalb ist eine ausgewogene, möglichst abwechslungsreiche Ernährungsweise unerlässlich für die Gesundheit. Die Lebensdauer kann sich verkürzen. Eine Studie hat untersucht, inwieweit sich Abwechslung auf dem Speiseplan auf die Lebenserwartung bei Frauen auswirkt. Das Ergebnis: Frauen, die mehr gesunde Lebensmittel zu sich genommen haben, hatten eine höhere Lebenserwartung als die mit weniger diversen Menüvorlieben. Der Darmflora fehlen gute Bakterien. Auch unser Darm braucht Abwechslung. Ist unsere Art zu essen sehr einseitig, sorgt das für einen Mangel an guten Darmbakterien. Und die sind immens wichtig für unsere gesamte Gesundheit. Denn etwa 70% des Immunsystems sitzen im Darm, und auch viele wichtige Entgiftungsprozesse finden hier statt. Das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöht sich. Wer sich monoton ernährt, hat ein erhöhtes Risiko für diverse Erkrankungen. Das hat eine im Journal of Nutrition veröffentlichte Meta-Analyse von insgesamt 39 Studien ergeben. Die Forschenden haben herausgefunden, dass Menschen, die jeden Tag das Gleiche essen, einer größeren Gefahr von ungesunder Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt sind. Andererseits, auf diese Weise behalten sie den Überblick. Möchten sie abnehmen, kann es gar nicht mal verkehrt sein, eine gewisse Routine an den Tag zu legen, so behalten sie nämlich den Überblick. Gerade wer dabei ist, seine Ernährung umzustellen, kann so ein bisschen Struktur in den Ernährungsplan bringen. Das strikte Vorplanen der Mahlzeiten kann ihnen auch dabei helfen, gesündere Essgewohnheiten zu entwickeln. Nicht nur, dass sie sich somit den Stress der täglichen Entscheidungsfindung nehmen, sie schränken auch den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln ein, die sonst aus Zeitmangel gerne mal auf dem Teller landen. Setzten sie stattdessen immer wieder auf gesunde Alternativen, etablieren sich diese viel eher in ihrem Ernährungsplan. Beständigkeit ist perfekt, um neue Gewohnheiten anzunehmen und natürlich beizubehalten. Zusammenfassend würden wir vielleicht nicht unbedingt empfehlen, jeden Tag das Gleiche zu essen, sondern den wöchentlichen Speiseplan so zu organisieren, dass etwas Abwechslung geboten wird, damit sich nicht schnell ätzende Langeweile ausbreitet.